Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 4, erste Lesung, Gesetzentwurf der Fraktion der AfD, Gesetzänderung des Hessischen Feiertagsgesetzes 20-3677. Gesetzentwurf wird eingebracht von dem Kollegen Dr. Grobe. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordnete! In 3 Tagen begehen wir den 30. Jahrestag der Wiedervereinigung. Ich denke, ich kann für alle hier Anwesenden sprechen, dass die Wiedervereinigung ein freudiger Tag in der deutschen Geschichte ist. Hierüber müsste eigentlich Einigkeit bestehen. Gleichzeitig sollten wir uns aber alle fragen, ob der 3. Oktober nicht das falsche Datum zum Feiern der Einheit ist. Denn es ist ein Tag, der für uns Deutsche keine Symbolkraft besitzt. Dieser Tag ist vielmehr ein künstlich und krampfhaft geschaffener Feiertag, der den Beitritt der DDR zur Bundesrepublik darstellt, mehr nicht. Dass dieser Tag ein Provisorium ist, sehen auch unsere Bürger so. Nur ca. 22% der Deutschen können diesem Tag etwas abgewinnen. Ganz aber der 9. November. Diesen wünscht sich die Mehrheit der Deutschen als Nationalfeiertag. Gerade viele Ostdeutsche empfinden den 3. Oktober als rein politischen Zusammenschluss der DDR und Bundesrepublik und lehnen diesen daher als Feiertag ab. Und das kommt nicht von ungefähr. Denn erinnern Sie sich selbst, an welchem Tag lagen sich Ost- und Westdeutsche feiernd und jubelnd in den Armen? Hinzu kommt, dass die Lebensleistung der Ostdeutschen bis heute viel zu wenig gewürdigt wird. Waren Sie es doch, die gewaltfrei das Joch der DDR-Diktatur abschüttelten und mit der Maueröffnung am 9. November erst den Weg zur Einheit freimachten. Dieser totalitäre und menschenverachtende Unrechtsstaat, für Sie ist es ja nur noch ein Repressionsstaat, forderte bis zu 1.500 Tote. Das letzte offizielle Todesopfer war Chris Geffroy am 6. Februar 1989. Über unseren dazu vorliegenden Entschließungsantrag können Sie heute Abend noch abstimmen. Mehr als 200.000 Deutsche wurden Opfer von politisch motivierten Gerichtsurteilen mit der Folge von Zwangsarbeit, Folter und jahrelanger Haft. Nicht wenige wurden sogar zum Tode verurteilt und hingerichtet. 2,7 Millionen Deutsche wurden enteignet, 4,9 Millionen Deutsche büßten durch Flucht ihre Heimat ein und 16 Millionen Deutsche wurden jahrzehntelang auch mittels eines Todesstreifens eingesperrt und vom Ministerium für Staatssicherheit der DDR bespitzelt und drangsaliert. Sicherlich werden einige unter Ihnen nun einwenden, dass der 9. November auch ein problembehafteter Jahrestag sei. Deshalb hatte man 1990 aus Opportunitätsgründen sich ein anderes Datum ausgesucht. Man wollte nämlich der Welt kein freudetrunkenes Volk präsentieren, sondern eines in Demut. Heute, 30 Jahre später, stünde es uns aber gut zu Gesicht, denn mit diesem gemeinsamen Gedenktag würde das Zusammenwachsen der wiedervereinigten Deutschen in Ost und West noch leichter gelingen. Sehr geehrte Damen und Herren, glauben Sie mir, wir werden an keinem Tag unbefangen feiern können. Deshalb wollen wir den 9. November auch nicht als reinen Feiertag, sondern als Gedenk- und Feiertag der Deutschen festlegen. Denn dieser Tag ist tief im kollektiven Gedächtnis der Deutschen behaftet. Der 9. November ist zum Schicksalstag der Deutschen geworden, da dieses Datum viele Wendepunkte in der deutschen Geschichte markiert. Seien es Hoffnung auf Freiheit, seien es die dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte, die wir keinesfalls vergessen wollen. Lassen Sie mich einige Ereignisse des 9. November benennen. Im Jahre 1848 wurde der linksliberale Abgeordnete der Frankfurter Nationalversammlung und Burschenschafter Robert Blum unter Missachtung seiner Immunität hingerichtet. Mit seinem Tod endete auch die Hoffnung auf eine nationalstaatliche Einigung Deutschlands. Es dauerte bis 1918. Am 9. November rief der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann vom Reichstagsgebäude die Erste Deutsche Republik aus. Sie führte die vormals konstitutionelle Monarchie des Deutschen Reiches in eine parlamentarisch-demokratische Republik. 5 Jahre darauf bewies die Erste Deutsche Republik Stärke. Sie handelte entschlossen und schlug den Hitler-Ludendorff-Putsch nieder und erklärte die NSDAP für aufgelöst. Doch wo Licht ist, ist leider auch immer Schatten. Denn am 9. November 1938 brannten in Deutschland Synagogen. Allein in der Nacht vom 9. auf den 10. November wurden rund 400 deutsche Juden ermordet. Der Pogrom der Nationalsozialisten steht nicht nur sinnbildlich für den allgemein verabscheuungswürdigen Antisemitismus, er ist vielmehr der Wendepunkt von der Diskriminierung zur systematischen Verfolgung und Vernichtung deutscher und europäischer Juden durch das NS-Regime.
Ein Tag, der nicht vergessen werden darf. Auf den Tag genau 31 Jahre später platzierte die linksterroristische Organisation Tupamaros West-Berlin eine Bombe im jüdischen Gemeindehaus in Berlin. Glücklicherweise explodierte diese nicht. Nicht ohne Grund eröffnete die Zentralratsvorsitzende der Juden 2006 genau an diesem Tag die Münchner Hauptsynagoge. Bevor ich auf das Jahr 1989 zu sprechen komme, habe ich aber auch ein paar Schmankerl für jede Fraktion parat, die es Ihnen vielleicht leichter machen wird, für den 9. November zu votieren. Fangen wir ganz links an. 1918 wurde nicht nur die Deutsche Republik ausgerufen, sondern auch zwei Stunden später die Deutsche Räterepublik durch den Spartakisten Karl Liebknecht. Die SPD kann nicht nur auf Philipp Scheidemann zurückblicken, auch ihr ehemaliger Bundesvorsitzender und Kanzlerkandidat Björn Engholm wurde an diesem Datum 1939 geboren. Auch die Grünen, hier insbesondere Hans-Christian Ströberle und Rupert, von Plotnitz setzten sich für eine Person ein, die 1974 an diesem Tag verstarb. Es handelte sich um den RAF-Terroristen Holger Mainz, den sicherlich auch heute noch viele von Ihnen kennen. Vergessen möchte ich nicht, dass 1897 der katholische Caritasverband gegründet wurde, dem sich die CDU aus Tradition verbunden fühlt. Und die FDP hat sich im Jahr 2007 gegen das umstrittene Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung und für die Freiheit gestimmt. Sie alle eint aber eines, nämlich, dass an diesem historischen Tag der Vater Europas, Jean Monnet, geboren wurde. Na, wenn das für Sie kein Grund zum Feiern ist, welche Gründe brauchen Sie noch? Für uns ist es der 9. November 1989. Denn an diesem Tag fiel die Berliner Mauer. Der Fall der Berliner Mauer markierte das Ende des realsozialistischen Diktatur in Deutschland und Osteuropa. Keine andere Ideologie als die kommunistische forderte mehr Menschenleben. Weltweit waren es über 100 Millionen Tote. Sehr geehrte Abgeordnete, bitte bedenken Sie, dass die Berliner Mauer entgegen dem Glauben nicht weniger intellektueller und manch deutschen Politiker nichts mit Schönheit oder Friedenssicherung zu tun hatte. Sie war vielmehr Ausdruck der Unterdrückung. Es muss uns alle, daher alle befremden, dass gerade die Postkommunisten seit 1990 versuchen, diesen Tag, aber auch das DDR-Unrechtsregime zu verharmlosen und zu relativieren. Fallen Sie nicht darauf rein. Denn die Deutschen in Ost und West haben sich vor 1989, und das ist bis heute so geblieben, als ein Volk verstanden. Und das ist auch gut so. Denn nur ein geeintes Volk, welches über einen symbolkräftigen Gedenk- und Feiertag wie den 9. November verfügt, kann sich neuen Herausforderungen leichter stellen. Und davon gibt es gerade heute mehr als genug. Lassen Sie mich gemeinsam mit den Identitätsstiftenden 9. November als Tag nutzen, die schrecklichen Ereignisse, die an diesem Tag stattfanden, nicht zu vergessen und die schönen in unserem gesamtdeutschen Einheit zu feiern. Sehr geehrte Damen und Herren, stimmen wir alle für den 9. November als Gedenk- und Feiertag. Die Hessen als Teil der Deutschen werden es Ihnen danken. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Dr. Grobe. Das Wort hat der Abgeordnete Hermann Schaus, DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Als ich den Gesetzentwurf der AfD letzte Woche zum ersten Mal gelesen habe, wollte ich mich zunächst inhaltlich und politisch darauf einlassen. Denn es ist natürlich so, dass Hessen bei der Zahl gesetzlicher Feiertage im Vergleich mit anderen Bundesländern durchaus noch Luft nach oben hat. Bei zusätzlichen Feiertagen müssen wir aber auch überlegen, welche geschichtlichen Ereignisse für uns in Hessen und in Deutschland von herausragender Bedeutung sind. Wir als Linke sind im Gespräch mit anderen Fraktionen, ob man den 8. Mai als Feiertag oder auch Gedenktag einführen sollte. Er markiert schließlich das Ende des Zweiten Weltkrieges und die Befreiung vom Nationalsozialismus. Er steht damit für einen Neubeginn von Frieden und Demokratie in Deutschland. Wir können uns durchaus auch vorstellen, den 8. März, den Internationalen Frauentag, als einen Tag zur Durchsetzung von Gleichberechtigung zum Feiertag zu machen. Auch der 1. Dezember, der Tag der Hessischen Verfassung, die immerhin die erste Verfassung im Nachkriegsdeutschland war, bietet sich da an.
In all den genannten Fällen geht es darum, den Geist von Frieden und Sozialstaatlichkeit lebendig zu halten. Genau hierzu sollen zusätzliche Feiertage einen wichtigen Beitrag leisten. Doch wenn man den Gesetzentwurf der AfD-Fraktion liest, gerät man unweigerlich ins Stocken. Warum? Wegen dem besonderen Geschichtsverständnis dieser Partei oder besser gesagt, wegen dem Geschichtsunverständnis der AfD. Was mir an dem vorliegenden Gesetzentwurf auffällt, ist der Begriff 9. November, Tag der deutschen Geschichte. Dabei wird Deutsch auch ganz groß geschrieben. Was weiter auffällt, ist die Mischung aus bedeutenden und weniger bedeutenden Ereignissen, die jetzt auch noch erweitert wurde heute in der Rede, ebenso wie des freudigen oder auch der schrecklichen Ereignisse. Was davon sollen wir bitte an diesem Tag feiern? Gedenken. Ja, Feier- und Gedenktag. Da müssen Sie schon entscheiden zwischen dem einen oder dem anderen. Das Entscheidende in Ihrem Gesetzentwurf ist aber die Verharmlosung. Ich habe den gut gelesen und mehrmals gelesen. Der ist nicht so lang. Das Entscheidende in Ihrem Gesetzentwurf ist aber die verharmlosende, bewusst geschichtsklitternde Umschreibung der Reichspogromnacht als die bloße Zerstörung von Synagogen. Ja, aber in Ihrem Antrag, auf den Sie sich ja verständigen müssen in der Fraktion, lese ich das nicht. Insofern versuchen Sie, eine Scharte auszuwetzen, wo Sie intern sozusagen Differenzen haben in Ihrer Fraktion. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass dann zu so einer solchen Formulierung und zu einem solchen Gesetzentwurf führt. So, das Entscheidende hier ging es doch nicht nur, wie Sie schreiben, um eindringliche Demonstrationen der grundsätzlich gegebenen Gefährdung der rechtsstaatlichen Ordnung. Was ein Wortungetüm für die Reichspogromnacht. Was für ein Wortungetüm haben Sie da gewählt? Nein, hier ging es, wie der Leiter der Anne-Frank-Bildungsstätte, Dr. Mendel, in seiner Pressemitteilung zu Recht schreibt, um die Bedeutung, die der 9. November 1938 für die Shoah, also die systematische Verfolgung und Vernichtung der europäischen Juden, hatte. Aber der Begriff Juden oder Judenverfolgung taucht ebenso wenig in Ihrer Begründung zu Ihrem Gesetzentwurf auf wie der Begriff Shoah. Und das ist meiner Ansicht nach verräterisch. Dr. Mendel hat recht, wenn er sagt, indem Sie den Begriff, den Beginn der Novemberpogrome als ein Ereignis unter vielen präsentieren, relativieren Sie dieses besonders historische Datum. Und ich glaube, dass das auch gewollt ist von Ihnen. Am 9. November 1938 wurden 1.400 Synagogen und jüdische Gebäude von Nazis niedergebrannt. Mehr als 800 jüdische Menschen wurden unmittelbar an diesem Tag ermordet. Nur 500 Meter entfernt von hier brannte die wunderschöne Wiesbadener Synagoge. Unwiederbringlich, wie überall in Hessen und Deutschland. Und die Folge von 3.000 Jüdinnen und Juden alleine in Wiesbaden kehrten nach 1945 noch etwa ein Dutzend zurück. Eine ganze Bevölkerungsgruppe und Kultur wurde systematisch vernichtet. Es macht ebenso einen Unterschied, ob man die Vergangenheit ohne Auslassung oder Beschwichtigungen kennt und die richtigen Konsequenzen daraus zieht oder ob man in der Vergangenheit lebt oder sie gar teilweise sich zurückwünscht. Es war der Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion und Ehrenvorsitzende Ihrer Partei Gauland, der vom Nationalsozialismus als einem Fliegenschiss der deutschen Geschichte gesprochen hat. Sind 60 Millionen Tote, davon 6 Millionen Jude, ein Fliegenschiss der Geschichte, meine Damen und Herren? Und es war der AfD-Landesvorsitzende in Thüringen, Bernd Höcke, der das Holocaust-Mahnmal in Berlin als Mahnmal der Schande bezeichnete, der eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad gefordert hat, die Sie offensichtlich in Ihrem Antrag jetzt nachvollziehen wollen. Es gilt unzählige weitere Beispiele der Geschichtsklitterung, der NSD-Relativierung und sogar der NSD-Anknüpfung durch die AfD.
Wer aber so mit der NS-Geschichte, Herr Dr. Grobe, unseres Landes und Ihren Millionen Opfern umgeht, sollte zum 9. November als Tag der Geschichte besser schweigen. Am Montagabend wurde zu bester Sendezeit auf einem Privatsender eine bemerkenswerte Dokumentation ausgestrahlt. Es ist eine zweijährige Recherche zur rechtsradikalen Szene in Deutschland, zur Mischszene aus radikal-militanten Neonazis und der AfD, die sich vielfach positiv aufeinander beziehen und vielfach zusammengehören. Das krasseste Beispiel sind die Aussagen des ehemaligen Sprechers Ihrer Bundestagsfraktion, also dem Sprecher von Gauland und Weidel, der in einem Moment, wo er sich unbeobachtet gefühlt hat, je schlechter es Deutschland gehe, desto besser sei dies für die AfD. Und es sollten möglichst viele Flüchtlinge kommen, denn das nutze der AfD, um hinterher noch hinzuzufügen, wörtlich, ich zitiere, kann man die immer noch, also die Flüchtlinge immer noch erschießen oder vergasen. Zitat Ende. Ich frage die AfD Hessen, gibt es irgendwelche Schamgrenzen in Ihrer Partei? Wo sind Ihre Rücktrittsaufrufe an Gauland und Weidel? Wo ist Ihre Empörung, wenn der ehemalige Sprecher Ihrer Bundestagsfraktion der Erschießung und Vergasung von Menschen das Wort redet? Wo ist Ihre Empörung? Wo ist Ihre Presseerklärung dazu? Herr Kollege Schaus, Sie müssen zum Schluss kommen. Das alles spricht Bände und birgt und wirft ein klares Bild auf das Geschichtsverständnis der AfD. Und deshalb, so einen Feiertag der deutschen Geschichte wollen wir nicht. Vielen Dank, Kollege Schaus. Es gibt eine Kurzintervention. Dr. Grobe, bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kollegen von der Linkspartei, liebe Kollegen von den nach links gerückten Parteien, ich teile Ihre Aufregung über die unsäglichen und menschenverachtenden Aussagen von Herrn Lüth. Er hat nicht für mich und nicht für uns als Partei gesprochen, in der er schon seit einiger Zeit gar kein Mitglied mehr ist. Aber bitte bedenken Sie bei all Ihrer Aufregung eines. Wir als AfD haben ihm sofort nach Bekanntwerden dieses Sachverhalts die Tür gezeigt und uns so von seinen Ansichten befreit. Ganz im Gegensatz zur Linkspartei, die nach wie vor einen neunfachen Mörder beschäftigt und diesen auch noch rehabilitiert sehen will. Die Kritik und Entrüstung im Altparteienkartell, darüber hält sich jedoch Die Kritik und Entrüstung im Altparteienkartell, darüber hält sich jedoch seit Jahren, über vier Jahren, sehr in Grenzen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Doppelmoral. Vielen Dank. Hermann Schaus, bitte ganz antworten. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich habe mich gestern schon über die Kurzintervention von Herrn Lambrou in dieser Angelegenheit Gedanken gemacht, weil hier etwas falsch dargestellt wird. Herr Dr. Grobe, Sie machen es jetzt gleich wieder. Also, ich will darauf hinweisen, Sie haben darauf hingewiesen, dass sofort die Entlassung in der Bundestagsfraktion gestern bzw. vorgestern vorgenommen wurde. Das ist aber falsch, denn Sie wissen genau, dass Ihr Bundestagspressesprecher oder Ihr ehemaliger Bundestagspressesprecher schon früher als bekennender Neonazi aufgefallen ist. Deswegen ist er ja von dieser Funktion abgelöst worden. So, dass er aber daraufhin noch sozusagen zwar von der Funktion entbunden wurde, aber weiter in der Bundestagsfraktion beschäftigt war, also von unser aller Steuergeld bezahlt wurde bis gestern. Er wurde also weiter in der Bundestagsfraktion toleriert, trotz seiner Aussagen und nationalsozialistischen sozusagen Hintergründe, und erst entlassen, und dabei bleibe ich, weil er sich als Neonazi hat erwischen lassen.
Vielen Dank. Nächste Rednerin, Frau Kollegin Goldbach, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir haben gerade gehört, die AfD will den 9. November zum Schicksalstag der Deutschen erklären. Einen Schicksalstag der Deutschen gibt es nicht. Das ist schlicht und einfach Unsinn. Aber auf diesen Unsinn läuft der Gesetzentwurf hinaus, über den wir heute zu sprechen haben. Es ist allerdings gefährlicher Unsinn. Hat Philipp Scheidemann sich wohl gedacht, der 9. November sei ein guter Tag, um die Republik auszurufen? Da ist mir nichts bekannt. Hat Günter Schapowski sich gedacht, der 9. November ist genau der richtige Tag, um vor laufenden Kameras von einem Zettel abzulesen? Auch da ist mir nichts bekannt. Bekannt aber ist Hitler, Ludendorff und Rosenberg, und vor allem Rosenberg, haben sehr wohl überlegt, dass sie ihren Marsch auf die Feldherrenhalle auf den Tag genau 5 Jahre nach Ausrufung der Republik durch Philipp Scheidemann veranstalten. Dass sie mit ihrem dilettantischen Putschversuch scheiterten, hinderte in Folge die Nationalsozialisten nicht, den 9. November zu einem ihrer wichtigen Gedenktage zu machen. Reicht Ihnen das? Das reicht Ihnen nicht? Sie wollen wirklich den 9. November zum Feiertag erklären? Dann bitte ich Sie, jetzt genau zuzuhören. Am Morgen des 9. November 1938 schreibt der besessene Propagandist Josef Goebbels in sein Tagebuch, wenn man jetzt einmal den Volkszorn loslassen könnte. Und wir wissen, was er damit gemeint hat. Die Nationalsozialisten wollten den Juden ihr Sicherheitsgefühl nehmen. Und die Gestapo schreibt das Programm dazu. Ich zitiere. Das wirksamste Mittel, um den Juden ihr Sicherheitsgefühl zu nehmen, ist der Volkszorn. In seiner Hetzrede vor der Parteiführung 1938 in München hat Goebbels das Pogrom vorbereitet und ausgelöst. Er sagte, die Partei müsse das Ganze organisieren und durchführen, aber nach außen nicht als Urheber der Demonstrationen in Erscheinung treten. Und genau so wurde das Ganze mit deutscher Gründlichkeit durchgeführt. Am 9. November 1938 setzten die Kreisgruppenleiter, die Ortsgruppenleiter und die SA-Führer die Aktion in Gang. Jetzt entlädt sich der von der NSDAP organisierte Volkszorn. In ganz Deutschland brennen die Synagogen, jüdische Friedhöfe werden verwüstet. Ein entfesselter, wütender Mob zerstört mit unfassbarer Brutalität jüdische Häuser, Geschäfte und Wohnhäuser. 400 Menschen werden ermordet oder in den Tod getrieben. Zehntausende werden verhaftet. Viele von ihnen kommen in Konzentrationslager und werden dort ermordet. Nach dieser Nacht verlassen viele jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger das Land. Und sie verlassen Deutschland als arme Flüchtlinge. Denn am 12. November erlässt Göring eine Verordnung, dass das Vermögen der flüchtenden Juden einzuziehen ist. Und von jetzt an ist kein Halten mehr. Die Juden in Deutschland werden diskriminiert, sie werden schikaniert, sie werden verfolgt und am Ende deportiert. Das Ziel ist die völlige Vernichtung der Juden in Deutschland. Ihre Existenz soll ausgelöscht werden. In Deutschland lebten 1933 vor der Machtergreifung Hitlers 515.000 Juden. 1945 hatten schätzungsweise 5.000 bis 9.000 den Holocaust in der Illegalität überlebt. Ungefähr 14.000 waren durch ihre Verbindung zu nichtjüdischen Ehepartnern der Massenvernichtung entgangen und weitere etwa 8.000 bis 9.000 haben Todesmärsche, Konzentrationslager und Transporte in Viehwaggons überlebt. In Europa wurden 6 Millionen Frauen, Männer und Kinder jüdischen Glaubens ermordet. Dass eine Partei, deren Vorsitzender
das als Vogelschiss bezeichnet, jetzt hier und heute vorstellig wird und den 9. November zu einem Feiertag machen will, halte ich für völlig inakzeptabel. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Kollegin Goldbach. Das Wort hat der Abg. Gernot Grumbach, SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die AfD hat bei der Aufzählung der wichtigen Ereignisse eines vergessen, dass sie ihren Antrag relativ präzise beschreibt. Im Jahr 1967 hat mein leider zu früh verstorbener Freund Detlef Albers ein Plakat durch die Universität getragen, ein Transparent mitgetragen, auf dem stand unter den Talaren Muff von 100 Jahren. Das beschreibt ziemlich genau die Art dieses Antrages. Und es ist ja kein Zufall, dass er ausgesuchte Ereignisse beschreibt und dass er sich auf ein Land konzentriert. Man könnte auch darüber reden, dass es sich um den Jahrestag der in Frankreich ersten reaktionären Revolution von Napoleon gegen sozusagen die Demokratie gehandelt hat, nämlich der 18. Primär. Das handelt sich zufällig um den 9. November. Und könnte beschreiben, dass dieser Tag in der Tat in vielen Ländern eine Rolle gespielt hat, die historisch nicht unspannend ist. Aber seit ich politisch denken kann, nehme ich in der Tat an Veranstaltungen zum 9. November statt. Immer wieder, fast jedes Jahr. Und es ist immer der gleiche Anlass. Es ist immer das Gedenken daran, dass in Deutschland Menschen so weit gegangen sind, dass sie organisierten Völkermord vorbereitet und betrieben haben. Dagegen kommt kein anderes geschichtliches Ereignis in Deutschland an. Und ich finde es schon mutig, den Hitler-Ludendorff-Putsch zu bezeichnen als einen wehrhaften Akt der Weimarer Demokratie. Dass ein ehemaliger Offizier zum zweiten Mal der stellvertretende Befehlshaber der Wehrmacht im Ersten Weltkrieg zum zweiten Mal gegen eine demokratisch gewählte Regierung einen Aufstand organisiert, Klammer auf, am Anfang durchaus mit der Unterstützung einer rechtskonservativen Regierung in Bayern, Geschichtsbücher lassen da spannende Einblicke hin, ist kein Ereignis, das als demokratischer Fortschritt, sondern ein Ereignis, das als Angriff auf die Demokratie zu werten ist und nichts anderes war es und als nichts anderes kann es bewertet werden. Und damit bin ich bei dem Kerntatbestand Ihrer ganzen Argumentation. Sie haben die eigentümliche Idee, man könne an einem Tag feiern und gedenken. Nein, das kann man nur dann, wenn man der Meinung ist, die Ereignisse, die zu feiern sind, und die, derer zu gedenken sind, sind gleichzusetzen. Und das ist Strategie. Das ist Strategie. Das genau ist Strategie aus dem Regiebuch für die Rechte in Deutschland. Es wird jedes Ereignis, das es gibt, ich nenne mal ein Beispiel, das in dieser Dokumentation demonstrativ aufgetaucht ist, da wird gesagt, es gab den großen alliierten Bombenangriff auf Dresden. Eine humane und Kriegskatastrophe und natürlich ein Verbrechen gegen Kriegsrecht, ja. Aber es wird angegriffen unter der Überschrift Holocaust. Da werden zwei Ereignisse, die beide grausam sind, in eins gesetzt. Und genau das ist die Strategie Ihres Antrags. Sie setzen Ereignisse in eins, die miteinander in keinem Fall vergleichbar sind und wo ein Ereignis so herausragend ist, dass in Deutschland noch 70 Jahre danach Menschen darüber nachdenken, wie sie das wieder verhindern können und deswegen Gedenkveranstaltungen am 9. November veranstalten. Und das ist auch gut so.
Und eigentlich, und damit will ich es halten mit meinen Vorrednern, gibt es nicht mehr viel mehr dazu zu sagen, es fehlt auf diesem Vorblatt ein Punkt H, Auswirkungen auf Demokraten und Überlebende des Holocaust, Albträume. Ich würde mich für diesen Antrag schämen. Vielen Dank, Kollege Grumbach. Das Wort hat der Abg. Dr. Stefan Haas, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Präsident hat gestern, wie ich finde, eine sehr bewegende Ansprache gehalten und daran erinnert, dass wir an diesem Samstag 30 Jahre deutsche Einheit feiern. Ich finde, den Worten ist nichts hinzuzufügen. Der Tag der deutschen Einheit, der 3. Oktober, ist unser nationaler Feiertag, und er sollte es auch bleiben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Jeder von uns, und da muss ich dem Kollegen Grobe widersprechen, der ja anscheinend keine so guten Erfahrungen mit dem 3. Oktober hat, jeder von uns hat Erinnerungen an den 3. Oktober 1990. Ich war damals in Berlin. Die Schule hat das ermöglicht. Wir haben eine Klassenfahrt dorthin gemacht. Ich kann mich genau daran erinnern, als die Fahnen auf dem Reichstagsgebäude hochgezogen wurden. Mein sozialdemokratischer Geschichtslehrer hat da Schwierigkeiten in den Vormonaten gehabt, uns das alles irgendwie zu erklären. Ich glaube, es war richtig, wie damals dieser Gedenk- und Feiertag auch festgelegt wurde. Und er erinnert uns an die guten Seiten der deutschen Geschichte, daran, dass wir nach dem Zweiten Weltkrieg noch einmal eine zweite Chance bekommen haben, und erinnert auch an großartige Politiker Kohl und Genscher, die das möglich gemacht haben, dass in Frieden und Freiheit Deutschland wieder vereinigt wurde. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir brauchen in Hessen keinen weiteren Gedenktag, nicht als Alternative nur für Hessen, und auch nicht als zusätzlicher hessischer Tag, schon gar nicht, wo wir im Moment über viele, viele Kurzarbeiter sprechen, um Menschen, die um ihren Arbeitsplatz bangen. Das hat hier nichts verloren, und darum geht es Ihnen ja auch gar nicht. Denn Ihnen geht es, liebe Kollegen von der AfD, doch um etwas ganz anderes. Ihnen geht es hier um die Diskussion Ihres Geschichtsbildes. Und da geht es auch nicht um die positiven Erfahrungen mit einem 9. November 1989, denn diese positiven Erfahrungen gibt es ja am 3. Oktober, und die feiern wir ja auch, die friedliche Revolution, sondern Ihnen geht es um die Relativierung, weil Sie 5 Daten raussuchen und auch noch Robert Blum am Ende zitieren und auf eine Stufe stellen mit der Reichspogromnacht. Relativieren Sie, und das haben alle Vorredner richtig gesagt, genau. Relativieren Sie den Holocaust im Sinne von Freud und Leid liegen nah beieinander. Aber der Kulturbruch, der Zivilisationsbruch des 9. November, der ist beispiellos, und deswegen können Sie es nicht auf eine Stufe stellen mit Robert Blum. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben ja in Ihrem Gesetzentwurf, der ja durch viele, viele Schreibtische gegangen sein muss, so verquast, wie der geschrieben wurde, gegebenes Ereignis E, kalendarische Verortung. Sie haben ja die Maske aufgesetzt, aber Sie haben sie an 3 Stellen fallen lassen in Ihrem Entwurf. Einmal bei der Reichspogromnacht. Da sprechen Sie von einer Gefährdung der rechtsstaatlichen Ordnung. 1938 eine Gefährdung der rechtsstaatlichen Ordnung. 1938, Herr Kollege, gab es keinen Rechtsstaat mehr in Deutschland. Der war wenige Wochen nach Januar 1933 abgeschafft. Es gab aber auch nicht nur die Beschädigung oder Zerstörung von Synagogen. Das ist hier schon gesagt worden. Es geht hier nicht um Sachbeschädigung. Es geht um das Leid vieler Menschen. Es geht um 800 Tote. Es geht um 30.000, die danach ins KZ gegangen sind. Es geht um die Geschäfte. Das ist um viel, viel mehr.
als nur die Beschädigung von Synagogen. Und das zeigt aber ihr Geschichtsbild. Und es zieht sich durch diesen Entwurf durch. Sie sprechen von einem bedeutsamen Tag für die Identitätsbildung der heutigen Angehörigen unseres Volkes. Das würde ich gerne mal erklärt bekommen. Was das für ein Volksbegriff ist. Besser nicht, da gebe ich Ihnen recht. Denn ich glaube, dass dahinter ein Volksbegriff steht, den wir so nicht teilen. Und ich will ein drittes Beispiel nennen, wo Sie in Ihrem Antrag, ich habe ihn sehr genau gelesen, in Ihrem Gesetzentwurf die Maske haben fallen lassen. Der 9. November soll das Eintreten für hessische und deutsche Interessen fördern. Also wie krude ist denn das? Wenn doch der Zweite Weltkrieg und all die schrecklichen Ereignisse im Vorfeld etwas deutlich gemacht hat, doch dann nicht, dass wir mit Chauvinismus und Nationalismus auf dieser Welt weiterkommen für das Eintreten hessischer und deutscher Interessen, sondern dass wir für europäische Interessen, dass wir für eine europäische Einigung eintreten müssen. Welches krude Geschichtsbild liegt dem zugrunde? Eintreten für hessische und deutsche Interessen, eingedenk des 9. November. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben einen Feiertag in Deutschland. Es ist ein guter Feiertag. Es ist schade, dass der 3. Oktober dieses Jahr nicht so gefeiert werden kann wie sonst. Ich freue mich auf einen 3. Oktober, den wir wieder so feiern können, ausgelassen in Frieden und Freiheit in den nächsten Jahren. An diesem Gedenk- und Feiertag ist für Deutschland nicht zu rütteln. Das ist ein guter Feiertag und wir sollten ihn beibehalten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Dr. Naas. Das Wort hat der Abg. Christian Heinz, CDU-Fraktion. Christian, bitte. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Bei einer unbefangenen Betrachtung heute Morgen auf die Tagesordnung hätte man ja denken können, immer wenn jemand aus der Opposition nichts mehr einfällt, dann beantragt den neuen Feiertag. Wir haben im Mai haben wir gesprochen über den 8. Mai. Das war damals eine Initiative der Linken. Da sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, dass wir gemeinsam feststellen, dass das Unsinn ist, ein neuer gesetzlicher Feiertag, dass das Gedenken dort aber richtig und wichtig bleibt. Aber so einfach ist es nicht. Das hat heute dieser Vorschlag, das haben die Vorredner sehr gut herausgearbeitet, das hat eine andere Qualität. Hier geht es nicht um einen politischen Punkt zu setzen oder um einen Aufschlag in den Medien vielleicht kurzfristig zu bekommen, sondern hier geht es in der Tat darum, dass man auf diesem Weg versucht, eine richtige geschichtliche Einordnung zu relativieren durch eine Aneinanderreihung von verschiedenen Daten, die zum Teil miteinander überhaupt nichts zu tun haben, die versucht, sie auf eine Ebene zu stellen und dann mit dem letzten bewussten Erlebnis, dem 9. November 1989, den wir allesamt, sofern wir das Glück oder das Pech haben, schon Anfang der Mitte 40 oder älter zu sein, persönlich erlebt zu haben, der für uns natürlich in aller freudigster Erinnerung geblieben ist, das auf diese Stufe mit den Vorereignissen zu stellen und damit den Schrecken, das Verbrechen und den Zivilisationsbruch zu relativieren. Das ist das Ziel dieses Gesetzentwurfs. Und diese Diskussion um den 9. November als möglichen Feiertag, der ist ja schon so alt wie der 9. November 1989. Ich kann mich auch noch ganz gut als Gymnasiast daran erinnern, dass das immer damals schon immer wieder diskutiert wurde. Und das Einzige, was Sie, Herrn Dr. Grobe, mit dem damaligen Kanzler Dr. Helmut Kohl verbindet, ist, dass Sie beide promovierte Historiker sind. Aber die damalige Bundesregierung konnte schon sehr, sehr gut einordnen, welchen Tag sie als Tag der Wiedervereinigung vorschlägt. Und schon damals hat jeder, der ein bisschen Geschichtsverständnis hatte, ganz bewusst sich gegen den 9. November entschieden und für einen unbelasteten Tag. Und der 3. Oktober ist deswegen auch kein Tag der Bürokraten, wie das manchmal dargestellt wurde, oder ein Tag der Lebensleistung von Ostdeutschen relativiert oder sonst irgendwas oder irgendwas Herz- oder Geschichtsloses. Und er ist ganz bewusst ein Tag damals gewesen, der historisch nicht vorbelastet war, weil man in dem neuen wiedervereinigten Deutschland einen neuen Tag schaffen wollte, der eben nicht diesen Ballast, aber auch diese Tragödie und auch das Verbrechen in der deutschen Geschichte in sich trägt. Und deshalb, glaube ich, ist richtig, dass der 9. November ein vielfach wichtiger Tag in der deutschen Geschichte ist, dass er aber für uns nie ein unbefangener Freudentag, völlig unbefangener Freudentag sein kann und dass er auch
aus sehr, sehr guten Gründen kein gesetzlicher Feiertag sein kann, der zum Nationalfeiertag dann noch am Ende noch erhoben wird, sondern er bleibt das, was Eva Goldbach, Stefan Naas und andere, eben Herr Grumbach, eben hier sehr richtig herausgearbeitet hat. Er bleibt der Auftakt zu dem eigentlichen systematischen Vernichtung des jüdischen Lebens in Deutschland und dann in großen Teilen Europas. Es war der Übergang, wenn man es so will, von 5 Jahren systematischer Verfolgung, schon Morden, von Vertreibung von Juden aus Deutschland hin zu dem dann später industrialisierten Massenmord. Und er war, das ist auch ganz wichtig, das hat auch Frau Goldbach und andere haben das herausgearbeitet, er war nicht der Schicksalstag Deutschlands, sondern die Nationalsozialisten haben ihn immer wieder versucht, zum Schicksalstag zu machen, weil sie anknüpfend an den damals noch gescheiterten Putsch vom 9. November 1923 gegen die sogenannten, das war der NS-Begriff, Novemberverbrecher von 1918, die diese Republik errichtet hatten, die sie von Anfang, die die Nationalsozialisten von Anfang an bekämpft haben, dass sie diese Putschisten während ihrer Herrschens- und Schreckenszeit jedes Jahr an diesem Tag als vermeintliche Helden, die sich der Republik entgegengesetzt haben, gefeiert haben. Sie haben das, und der Name wurde ja auch schon genannt, der NS-Ideologe Rosenberg hat versucht, diesen Tag zum Schicksalstag hochzustilisieren. Leider hat dann vieles später, wurde dann auch im Sprachbild dann unkritisch übernommen. Viele Begriffe aus dieser Zeit haben ja dann lange, dann zum Teil noch Jahrzehnte fortgelebt. Aber wenn wir das kritisch und auch historisch richtig betrachten, ist der 9. November ganz sicher kein Schicksalstag. Das ist ja nur für diejenigen, die versucht haben, ihn zu einem solchen zu machen. Und auch das ist richtig, es gibt einen Tag, an dem wir Deutsche uns unbefangen, wirklich unbefangen freuen können und mit Dankbarkeit begehen können. Das ist der 3. Oktober 1990. Herr Grobe hat ja eben zum Ausdruck gebracht, dass er da irgendwie ein verkrampftes Verhältnis zu hat. Vielleicht hat er auch nach 30 Jahren jetzt nicht aufgearbeitet, dass damit die deutsche Vereinigung und Wiedervereinigung dann auch endgültig abgeschlossen war, dieser Prozess. Da gibt es ja auch in Ihren Kreisen noch Leute, die auch das bis heute noch in Abrede stellen. Wir wissen, es ist historisch anders, ich will auch nichts gleichsetzen, aber ich weiß auch, dass viele in der politischen extremen Linken bis heute zum 3. Oktober ein sehr, sehr gebrochenes Verhältnis haben, weil damals aus deren Sicht das in Anführungszeichen bessere Deutschland, was man versucht hat, in den heutigen, auf dem Gebiet der heutigen 5 Bundesländer, die später erst dann hinzukamen, was dort krachend gescheitert ist, das, was dort Neues, aber anderes Leid hervorgebracht hat für die Bevölkerung. Auch da gibt es ein gebrochenes Verhältnis, aber ich glaube, für die große Mehrheit in unserem Land und für die übergroße Mehrheit der Deutschen ist der 3. Oktober und bleibt ein großer Tag der Freude. Wir haben als Deutsche die zweite Chance bekommen, von der Stefan Naas gesprochen hat im 20. Jahrhundert. Dafür können wir dankbar sein. Wir brauchen keinen neuen Feiertag und wir brauchen auch nicht diese unselige Diskussion, die die AfD hier heute angestoßen hat. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Christian Heinz. Das Wort hat der Innenminister, Staatsminister Peter Beuth. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Fraktion der AfD legt uns hier einen Gesetzentwurf vor mit dem Ziel, den 9. November unter der Bezeichnung Tag der deutschen Geschichte als gesetzlichen Feiertag in das Feiertagsgesetz aufzunehmen. Begründet wird der Gesetzentwurf damit, dass der 9. November als gemeinsame kalendarische Verordnung von als bedeutsam qualifizierten Ereignissen unserer Nationalgeschichte seitens der heute lebenden Deutschen angesehen würde. Diese Begründung mag nur von gutgläubigen, um nicht zu sagen naiven Menschen für bare Münze genommen und auf den ersten Blick als positiv eingeordnet werden. Dies einem Landtag und damit der Vertretung der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes vorzulegen. Das ist in der Debatte, finde ich, gerade durch die Redner sehr, sehr deutlich geworden. Meine Damen und Herren, dies vorzulegen, ist zynisch und wird der Würde dieses Hauses nicht gerecht. Die Landesregierung lehnt diesen verheerenden Versuch der Geschichtsklitterung selbstverständlich ab. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Und am Ende der Debatte überweisen den Gesetzentwurf der Fraktion der AfD zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den Innenausschuss.
Jawohl, das machen wir so. Dann ist der Punkt abgehakt. So, dann wären wir am Ende der Beratung des Vormittags. Darf ich noch darauf hinweisen, dass zu Beginn der Mittagspause im Raum 510 W eine Sitzung des Untersuchungsausschusses 201 stattfindet. Herzliche Einladung dazu. Wir machen Mittagspause bis 15 Uhr, wie besprochen. Jawohl, dann bedanke ich mich sehr herzlich. Die Sitzung ist unterbrochen. Alles Gute, bis später.